in der bestgesicherten Bank der Vereinigten Staaten hacken drei ganz gewöhnliche Frauen einen ganz außergewöhnlichen Plan aus. Niemand, nicht ein Mensch hat in 100 Jahren das System geknackt. Also was sind Sie, so eine Art Superhirn oder was? Sag du's mir. Einer hat das Motiv. Das Geld ist abgenutzt. Es wird geschreddert. Also was tun wir? Wir nehmen ein bisschen was und geben es aus. Es ist so eine Art Recycling. Das ist verrückt. Einer hat die Möglichkeiten. Wenn das schief läuft, dann bringe ich dich um. Hast du Angst vor mir? Ja. Und einer hat die Moves. Bei der pinkelt bestimmt jemand anderes in den Becher. Wir brauchen einen Code. Wie wär's mit etwas in der Art? Ist mir recht. Ja. Legen wir los. Das Geld zu stehlen war eine leichte Übung. Aber damit davon zu kommen. Wenn du nicht ein Dutzend knallharter rechteckiger Brüste hast, müssen wir reden. Ist schwieriger, als sie sich das vorgestellt hatten. Er mag mich. Oh nein. Wisst ihr, wie man das nennt, wenn man Sex für Geld macht? Werbung, oder? Normalerweise Ehe. Oh mein Gott! Behalt das Kleingeld! Von der Autorin von Thelma und Louise. Gib das Geld nicht aus! Diane Keaton. Wie viel? 62.000. Ich will ihn haben. Queen Latifah. Du gibst das Geld aus? Nein. Was ist das? Der ist nicht echt. Gut. Nein, warte! Katie Holmes. Geh langsam vor und verhalte dich klug. Ich hasse es, mich klug zu verhalten. Mad Money. Was ist falsch daran, finanzielle Sicherheit zu wollen? Wie wäre es mit Sicherheitsverwahrung? Schatz, du musst wirklich etwas lockerer werden, sonst muss ich dich verprügeln. Siehst du, wann hast du angefangen, so zu reden?